So. Und wir brauchen blaue Ärmchen. Und genau deswegen habe ich das so gemacht. Du, haben wir noch gelbe Ärmchen über? Hier. Und braune Chips. Warum kriegst du die Sachen eigentlich gerade nicht angeflogen? Weil das da hinten noch keine rote Kiste ist. Und das da auch nicht. Und du bist begrenzt, du bist begrenzt. Du bist eine blaue Kiste und das Robozeug ist fertig. Unter was fällt das? Bob Logistik. Okay, gucken wir gleich mal. Hat das irgendwas freigeschaltet? Ja, bessere Kisten. Supply Rate 60x60, Construction Rate 120x120, das ist fast so groß wie ein normaler Roboport, oder? Kostet wieder nur Kram. Wie weit geht das? Ich glaube, das zweite erforsche ich auch gleich hinterher. Mach mal. Also, du hättest gerne... Was ist... Okay. Du hättest gerne Kupfer. So, die Roboter sind alle fleißig am Fliegen. Jo, alle Roboter ausgelastet. Das ist doch mal schön. Ich bin zwar noch nicht fertig hier, aber ich mache trotzdem eine kleine Pause mit der Anlage. Bau mal kurz die da. Um mich wieder um Eisen und so weiter zu kümmern. Weil die Roboter sind jetzt hier erstmal eine Weile am Fliegen. Die Maschinen so lange am Arbeiten, bis hier ein Stack blau sind, hier ein Stack gelbe, da ein Stack Zahnräder und so weiter. Ja, Kisten beschränken, ne? Ist so eine Sache bei mir. Das vergesse ich irgendwie gerne. So. Und natürlich müssen die ganzen Fabriken auch aufgestuft werden auf entweder blau oder gelb. So, es sammelt sich immer noch kein bisschen Eisen an. Ah, dafür staut es sich aber. Das ist gut. Mach mal so. Num, 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 num. Num, num. Und mach das Ganze einfach direkt nach da. Ticken einfach, oder? Ja. Dum, 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 dum. Und dann hätte ich gerne noch ein grünes Ärmchen. Da. So, Schiff rechts, Schiff links. So. Damit das ja alles schneller abtransportiert wird. Habe ich genug Ressourcen für noch mehr Schmelzöfen? Ja, bau 4 Schmelzöfen. Sehr gut. Du machst nichts. Das ist nicht so schön. Und sie machen nur nichts, weil die Fließbänder zu lahm sind. Beziehungsweise das, ne? Das Entleeren der Fließbänder ist hier zu lahm. Wobei wir eventuell auch bald auf rot rumsteigen müssen. Ich glaube hier, das Fließband mache ich mal rot. Sobald 4 Schmelzöfen durch sind. Die ich übrigens schon mal vorbereiten könnte. Also das hier weg, 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 weg. Warum? Achso, du musst erstmal das entleeren, bevor du weiterarbeiten willst. Das ist okay. So. Irgendwie sieht das nicht richtig aus. So. Das ist alles komisch hier. Ich glaube, ich habe das falsch angepasst. Muss ich mir später angucken. Das wollten wir auch noch umbauen, ja. Bin nur nicht ganz sicher, wo. Wahrscheinlich auch hier in der Nähe der Fabriken irgendwo. So, du. So, jetzt könnten wir Robo-Chest MK2 bauen. Braucht nur Stahl und Gedöns. Smart-Chest ist auch wieder nur Stahl und ein paar Chips, glaube ich. MK3-Roboter bräuchten schon das bessere Zeug. Nein. Inserter-Stack-Size. Kranverarbeitung. Ein Boot. Wollen wir eine kleine Kreuzfahrt machen? Erlaubt. Wasser-Electronics. Das war's. Irgendwann mal ja. Aus Fun ein bisschen Boot fahren. Aber nee, jetzt nicht. Jetzt hätte ich gerne lieber... Stimmt, Brass und Elektrum und die ganzen anderen Legierungen sollte ich erforschen. Die brauchen wir ja anscheinend. Und was war mit Titan? Titan war schon mal teuer, ne? Ne, es war 75, das geht fast noch.
Mach mal Titan und ich schmeiß hier ein paar von meinen persönlichen blauen Tränken rein. Die hier haben noch genug, das ist schön. Ja, das sollte klappen. Und ich habe Bonusfernisse bekommen, glaube ich. Da durch. So. Rein, raus. Gib mir alle blauen Ärmchen. So. So. Und das ist wieder alles kaputt. Weißt du was? Mach das oben rum. So. Oh, Verbindung. Nein, keine Edelsteine abbauen. Theoretisch müssten wir sie wieder rumschleifen, aber das ist okay. Habe ich noch irgendwo Schmelzöfen? Nö. Oh, hatten wir den Recycler jetzt erforscht? Ich glaube ja. Da, bau mal einen Recycler. Habe ich noch nicht, ne? Blinkt nicht irgendwo gelb? Nee. Bau den Recycler mal und dann zerlegt mal zum Beispiel diese komischen Electric Furnace da. Die waren zwar nicht teuer, aber hey, können sich läppern. Das heißt, wir bauen das Ding jetzt mal hier hin und dann tun wir einfach eine Kiste da hin. Ah, das ist groß. Okay, tun wir dich mal hier hin. Mache hier eine Kiste, da eine Kiste. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Und dann schmeißen wir hier alles rein, was wir nicht mehr brauchen. Aber die alten Lichter brauchen wir nicht. Brauchst du eine Weile? Ja, sehr schön. Okay, was brauchen wir noch nicht? Wir brauchen die da nicht mehr. Die einfachen Drills und die normalen Replicator brauchen wir für die nächste Stufe. Die Zentrifuge brauchen wir nicht mehr. Die da brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, davon habe ich hier noch eine Menge Zeug. Genau, die brauchen wir nicht mehr. Die Munition brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Alte Türme brauchen wir nicht mehr. Kaputte Kisten. Eine MG. Boiler. Das meiste andere können wir noch irgendwie gebrauchen. Das mache ich nachher alles in eine gelbe Kiste. Dann können die Roboter das sortieren. Eine Steinmauer und brauche nicht mehr. Das stimmt. Die Testboiler können weg. Das da kann weg. Den Photonic Replicator sollte ich mitnehmen. Der ist toll. Alte Repair Packs. Doch, mach voll mit Zeug, das wir nicht mehr brauchen. Weg. Weg. Und es ist bestimmt ganz viel Zeug im Inventar, das ich eigentlich wegschmeißen wollte und recyceln. Dann bleibt es trotzdem drin, weil ich es irgendwie übersehe. Dann ist mein Inventar noch voller. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das ist ein alter Capacitor, oder? Richtig? Nee, ist ein neuer Replicator. Holzkisten brauche ich unbedingt. Red Wire brauche ich nicht. Ja. Okay, mach das erstmal. Das dauert ja wohl wirklich eine Weile. Ja, so das da rein. Und so kann ich zwischendurch mein Inventar aussortieren. Apropos Inventar aussortieren. Weg. Weg. Nee, her damit. Und Titan ist fertig. Goodie. Damit dürften wir jetzt schon Power Armor 4 benutzen. Das ist sehr nett von dir, Spiel, aber ich denke, das dauert noch eine Weile. Ja, Titanplatten waren ein bisschen komplizierter. Lubricant, bessere Rüstung. Ja, die allererste Power Armor braucht schon grüne Chips. Nicht gut. Machen wir mal den Metallen weiter. Cobalt Processing. So. Davon haben wir genug.
Die wollten wir noch recyceln. Die brauche ich gerade nicht. Slag brauche ich gerade nicht. Allgemein das Yuki-Zeug, da brauche ich nicht. Modul, was auch immer, brauche ich nicht. Ja, der Rest ist schon fast okay. Die brauche ich auch gerade nicht. So, wenigstens ein bisschen Platz. Und ich sehe, wir haben kein Holz. Was komisch ist. Ah, da kommt schon zwischendurch angeflogen. Das ist okay. Die wollte ich noch zerlegen. So, das läuft also. Forschung läuft auch. Wie schaut es jetzt aus mit Eisen? Wir sind jetzt in der Verlegenheit, dass nicht genug Erz ankommt. Das ist völlig okay. Dann bauen wir jetzt einfach den nicht mehr. Was? Wir bauen einfach jetzt die ganzen Photonic Replicator. Oh, du hast keinen Strom. Das ist nicht gut. So, rein, rein. Raus. Raus. Also, sie könnten jetzt alle arbeiten, tun sie nur nicht, weil nur nicht genug von den tollen Photonic-Dingern da sind. Das heißt, ihr setzt jetzt einfach weiterhin bei den Eisensachen immer die MK0 durch die MK1. Sind schon alle Photonic? Warum kann ich die denn nicht ersetzen? Achso, weil ich mal wieder zu nah dran war. Ja, okay. So, die sind alle schon auf Photonic aufgestuft. Das heißt, ich mache jetzt bei dir weiter und bei dir. Also, alle Eisenerz-Applikatoren sollten jetzt auf MK1 sein und nicht mehr auf MK0. Sollte schon mal helfen. So, grüne Tränke hapern gerade ein bisschen. Ja, werden nur mehr verbraucht, ist okay. Braune Chips hätte ich gern ein paar. Holze wieder angeflogen. Kohle. Gib mir mal ganz viel Kohle. Au. Da wurde in den Kommentaren auch was gesagt, dass mit der Kohle irgendwie nicht hinhaut mit dem Antransport. Muss ich mal anschauen. Weil eigentlich sollte die Kiste da unten ja durchgehend befüllt werden, ne? Au. Nee, habe ich nicht automatisiert. Stimmt, da war was. Du so. Was sagst du inzwischen? Bist auf 420 runter. Ja, das ist nicht gut. Aber jetzt kommen die Blöcke ja wieder. Hier brauchen wir nichts. Wir haben recht viel von dem Schwefelholz. Aber noch keine Fabrik, die aus Schwefelholz das Schwefel macht. Weil es auch nicht ganz so wichtig ist. Das normale Holz, das kommt nicht ganz hinterher, kann das sein? Ja, ich denke, wir werden davon noch eine Farm brauchen. Also eine richtige, so eine. So eine längere wahrscheinlich. Wobei, man kann nur einen Radius angeben, ne? Nicht, dass du oben, unten lang sein sollst und rechts, links schmal. Das wäre ganz praktisch für das Muster hier. Oh, na gut. Was kann ich noch alles Schönes machen? Habe ich inzwischen schon rote Blueprints? Ne. Oh, okay. Dann arbeite ich oben weiter dran. Habt ihr schon das gemacht, was ihr machen solltet? Hast du jetzt ein Stack Blau drin zum Beispiel? Nee, hast du nicht. Warum nicht? Weil du keine gelben Ärmchen hast. Warum hast du keine gelben Ärmchen? Weil du keine Zahnräder hast. Weil du kein Eisen anforderst. Warum machst du das nicht? Komisches Ding. Okay, und dann ersetzen wir gleich mal die ersten Dinger hier durch schnellere. Oh, da kommen die Eisenplatten. In Dreier-Schritten, wenn ich das gerade richtig sehe. Also jeder Roboter trägt immer drei Platten. Das ist schon mal gut. Ein guter Anfang. Bau bitte mehr davon. Ja, Fabriken, die Fabriken kommen. Bauen, kommen, bald. So muss das sein. Wie schaut es hier aus? Gib das mal alles her, mach das weg. Kobalt ist fertig. Fast Near-Handed Inserter. Near-Handed sind... Das ist nicht die innere Seite von Fließband, sondern das ist wieder was anderes, ne?
Aber es kostet fast nichts mehr. So, weg mit dir. Und du machst jetzt bitte... Ach, geht nicht, weil du nicht blau bist. Nur blaue Fabriken können blaue Tränke machen. Und bessere natürlich. Batterien brauchst du, weiße Chips und Stahl. Das heißt, du brauchst definitiv Anfütterung. Und du brauchst mehr Kisten. Kisten. Und mehr Ärmchen. Oh, kann ich die Ärmchen hier oben klauen? Ja, damit. Gut. So. Gut. Also Stahl, weiße Chips. Nicht so viel Stahl. Stahl, weiße Chips. Und was noch? Batterien. Kugelzeug, Gedöns. Batterie. So, das heißt, theoretisch sind jetzt die blauen Tränke auch automatisiert, aber die ganzen Unterdinger halt nicht. Und irgendeine Forschung war gerade fertig. Extend Robo Network. Nee. Ich glaube, ich lasse die Forschung mal kurz ruhen, damit sie die Tränke erholen können. Oder ich erforsche irgendwas, was nicht so wirklich super wichtig ist. Damit hier mehr Platz ist? Nee. Komm. Nö. Einfach mal kurz pausieren. Ist okay. Mehr Blaufabriken? Blaufabriken. Düdüt. Gut. Das da oben läuft soweit. Wie schaut's aus mit Strom? So, wir haben es gerade Tag. Ist alles gut. Ja, tagsüber können wir das komplett abdecken. Oh, genau. Eisen. Ist okay. Nicht so wirklich toll, aber ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und es kommt immer noch nicht genug Erz an. Das heißt, wir müssten diese Reihe hier unten jetzt erweitern. Mit 14 Stück kann ich davon bauen, das ist doch schnick. Nimm mal da. Oh, da sind Kisten im Weg. Ja, das kriegen wir schnell. So. Kisten. Oh Gott. Nimm das alles mit und recycle das irgendwo. Also, nächste Folge. Inventar, Recycle, was auch immer. Das ganze Zeug loswerden. Inventar allgemein wieder ausleeren und irgendwo gelbe Kisten hinhauen. Es ist mir jetzt egal, dass wir noch keine großen gelben Kisten bauen können. Aber bau wenigstens die kleinen. So, also mit... Oh Gott. Ja, Inventar ausleeren. Das hier wieder aufsammeln. Dann die Photonic Replicator anschließen. Und dann immer noch die Sachen machen, die ich vorher machen wollte. Also die Bauern bauen und ne, für mehr Eisen sorgen.